Künstliche Intelligenz hat Signale aus dem Weltraum identifiziert, die von Außerirdischen stammen könnten. Das Überraschende daran ist, dass wir Menschen es die ganze Zeit übersehen hatten. Es war vor unseren Augen. Vor etwa 540 Millionen Jahren tauchten plötzlich vielfältige Lebensformen aus dem schlammigen Ozeanboden des Planeten Erde auf. Dies war die Kambrische Explosion. Plötzlich waren die ersten komplexen Lebewesen auf der Erde da. Sie nahmen rasant an Diversität und Komplexität zu. Innerhalb von nur 20 bis 25 Millionen Jahren entwickelten sich zahlreiche Lebensformen, darunter auch die ersten Arten mit harten Körperteilen, wie zum Beispiel Schalen und Exoskeletten. Die Ursachen für diesen dramatischen Wandel sind noch unklar. Aber es wird angenommen, dass die Verfügbarkeit von Nährstoffen, Umweltbedingungen und mögliche interne Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten. Und möglicherweise befinden wir uns jetzt inmitten einer kambrischen Explosion der künstlichen Intelligenz. In den letzten Jahren haben eine Reihe unglaublich leistungsfähiger KI-Programme wie Midjourney, DALL-E und ChatGPT gezeigt, welche rasanten Fortschritte wir beim maschinellen Lernen gemacht haben. KI wird heute praktisch in allen Bereichen der Wissenschaft eingesetzt, um Forscher bei routinemäßigen Klassifizierungsaufgaben zu unterstützen. Sie hilft auch einem bestimmten Team von Radioastronomen, die Suche nach außerirdischem Leben auszuweiten. Und die bisherigen Ergebnisse sind extrem vielversprechend. Als Wissenschaftler, die nach Beweisen für intelligentes Leben außerhalb der Erde suchen, hat das Team ein KI-System entwickelt, das klassische Algorithmen bei der Signalerkennung übertrifft. Diese KI wurde darauf trainiert, Daten von Radioteleskopen nach Signalen zu durchsuchen, die nicht durch natürliche astrophysikalische Prozesse erzeugt werden konnten. Als die Forscher ihre KI mit einem zuvor untersuchten Datensatz fütterten, entdeckten sie 8 Signale, die der klassische Algorithmus übersehen hatte, den die Menschen zuvor benutzt hatten. Die Suche fängt an. Die KI der Forscher ist darauf trainiert, Daten von Radioteleskopen nach Signalen zu durchsuchen. Soweit so gut. Und sie tut das, indem man ihr eine große Menge an Daten zur Verfügung stellt, die sowohl natürliche astrophysikalische Prozesse als auch künstliche Signale enthalten. Dann kann das KI-System lernen, welche Merkmale typischerweise mit natürlichen Prozessen und welche mit künstlichen Signalen verbunden sind. Natürliche astrophysikalische Prozesse, die Signalstörungen verursachen können, umfassen Sternentladung, also plötzliche Freisetzung großer Mengen an Energie von Sternen. Dazu kommen Pulsare, die schnelle und regelmäßige Signale von diesen Monster-Neutronensternen aussenden. Und zuletzt die Mikrowellenhintergrundstrahlung, die allgegenwärtige kosmische Strahlung, die von den frühesten Phasen des Universums stammt. Indem es lernt, welche Merkmale typischerweise mit natürlichen Prozessen und welche dann mit künstlichen Signalen verbunden sind, kann das KI-System beurteilen, ob ein Signal wahrscheinlich von einer außerirdischen Zivilisation stammt oder eben nicht. Wir kommen gleich dazu, was die künstlichen Signale sind. KI-Algorithmen verstehen oder denken nicht. Sie sind zwar hervorragend in der Mustererkennung, haben sich bei Aufgaben wie zum Beispiel der Klassifizierung von Daten als äußerst nützlich erwiesen, aber sie haben nicht die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Sie erledigen nur die spezifischen Aufgaben, für die sie trainiert wurden. Obwohl die Vorstellung, dass eine KI außerirdische Intelligenz aufspürt, wie die Handlung eines spannenden Science-Fiction-Romans klingt, sind beide Begriffe fehlerhaft. KI-Programme sind nicht intelligent. Und bei der Suche nach außerirdischer Intelligenz lassen sich keine direkten Beweise für Intelligenz finden. Stattdessen suchen die Radioastronomen nach Radiotechnosignaturen. Und genau diese hypothetischen Signale würden auf das Vorhandensein von Technologie hinweisen und damit auf die Existenz einer Gesellschaft, die in der Lage ist, die Technologie für die Kommunikation zu nutzen. Radiotechnosignaturen-Signale könnten von Satelliten, sie könnten von Raumschiffen oder außerirdischen Zivilisationen stammen. Diese können über unsere eigenen Radioteleskope empfangen werden. Die Idee hinter der Suche nach Radiotechnosignaturen ist, dass außerirdische Zivilisationen möglicherweise Radiosignale als Mittel zur Kommunikation nutzen oder technische Emissionen ausstrahlen, die von uns beobachtet werden können. Für die Forschung haben die Wissenschaftler einen Algorithmus entwickelt, der mit Hilfe von KI-Methoden Signale entweder als Radiostörungen oder als echte Technosignaturkandidaten klassifiziert.
Und genau dieser Algorithmus funktioniert besser, als die Forscher es je gehofft hatten. Die Suche nach diesen Technosignaturen wird mit der Suche nach einer Nadel im kosmischen Heuhaufen verglichen. Radioteleskope produzieren riesige Datenmengen. Und darin enthalten sind große Mengen an Interferenzen von Quellen wie zum Beispiel Telefon, Wi-Fi und natürlich Satelliten. Suchalgorithmen müssten in der Lage sein, echte Technosignaturen von falschen, positiven Signaturen zu unterscheiden. Und das sehr schnell. Dieser KI-Klassifikator erfüllt diese Anforderungen im Übermaß. Der Klassifikator wurde von Peter Ma entwickelt, einem Studenten der University of Toronto, dem Hauptautor dieser Arbeit, die ich euch gerade vorstelle. Um einen Satz von Trainingsdaten zu erstellen, fügte Peter Ma simulierte Signale in reale Daten ein und nutzte dann diesen Datensatz, um einen KI-Algorithmus, einen sogenannten Autoencoder, zu trainieren. Während der Autoencoder die Daten verarbeitete, lernte er, auffällige Merkmale in den Daten zu erkennen, die von der Norm abweichen. Die KI wurde trainiert, auf bestimmte Merkmale oder Muster in den Daten zu achten, welche dann auf eine künstliche Quelle hinweisen, wie zum Beispiel regelmäßige wiederholte Signale. In einem zweiten Schritt wurden diese Merkmale in einem Algorithmus namens Random Forest Classifier eingespeist. Dieser Klassifikator erstellt Entscheidungsbäume, um zu entscheiden, ob es sich bei einem Signal um ein bemerkenswertes Signal, der die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler erfordert, handelt, oder es nur um eine Funktionsstörung handelt. Im Wesentlichen trennt er die Nadel der Technosignatur am Heuhaufen. Nachdem die Forscher ihren KI-Algorithmus trainiert hatten, fütterten sie ihn mit mehr als 150 Terabyte an Daten, was ungefähr 480 Beobachtungsstunden vom Green Bank Telescope in West Virginia entspricht. 150 Terabyte entsprechen aber auch eine Menge an Daten, wie zum Beispiel Filmen, die du dir anschauen müsstest. Stell dir vor, du musst 37.500 Filme schauen, um nach wichtigen Informationen zu suchen. 37.500 Filme mit einer Länge von 2 Stunden zu schauen, würde eine Gesamtschauzeit von 75.000 Stunden oder 3.125 Tagen bedeuten, sind ungefähr 8,5 Jahre. Basierend darauf kann man berechnen, dass 150 Terabyte etwa 25 Milliarden Songs mit einer Länge von 4 Minuten entsprechen. Das ist eine ganze Menge. Aber wieso ich euch das erzähle? Nun, um ganz ehrlich zu sein, tue ich das gar nicht. Ich habe eine KI gebeten, dies auszurechnen. Okay, zurück zum Thema. Die KI der Forscher identifizierte 20.515 interessante Signale, die sie aber dann manuell überprüfen mussten. Davor wiesen 8 Signale die Merkmale von Technosignaturen auf und konnten nicht auf Funkstörungen zurückgeführt werden. Um diese Signale zu überprüfen, kehrten sie zum Teleskop zurück, um alle 8 Signale von Interesse erneut zu beobachten. Leider konnten sie bei ihren Folgebeobachtungen keines der Signale erneut entdecken. Diese Signale waren einmalig. Und sie waren schon mal in einer ähnlichen Situation. Im Jahr 2020 entdeckten sie ein Signal, das sich leider als bösartige Radiostörung herausstellte. Sie werden diese 8 neuen Kandidaten zwar weiter beobachten, aber es könnte wahrscheinlich sein, dass es sich um ungewöhnliche Erscheinungen von Funkstörungen handelte und nicht wirklich um Außerirdische. Leider wird das Problem mit den Funkstörungen nicht verschwinden, aber mit dem Aufkommen neuer Technologien werden sie viel besser gerüstet sein, um damit umzugehen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch mal bitte ein Like, das hilft mir mehr, als ihr denkt. Und ihr müsst euch unbedingt das Video hier anschauen, denn das Video erklärt, warum Forscher vor der Entdeckung der Außerirdischen wirklich Angst haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, euch allen in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.